bin's, Fabio von TweetyMe und ich mache heute für unsere Wellensittiche Pralinen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr könnt das Ganze natürlich selber ausprobieren, weil wir natürlich auch Tipps geben werden. Also, würde ich sagen, lasst uns anfangen. So, dann fangen wir mal an. Aber zuerst erkläre ich euch, was man alles dafür braucht. Zuallererst 2 Kartoffeln. Ein Teller, wofür man das Ganze drauflegt. Ein Rührei. Hier ein Messer. Eine Schüssel. Und eine Reibe. Das ist alles, was man im Moment dazu braucht. Gut, dann lass uns beginnen. Zuallererst nehmen wir eine Kartoffel. Erste Kartoffel ist gepellt. Number 2 is coming. Dahin. Hm. Gott, ist das glitschig. Geh ab. Ach, komm schon. Super, es regnet. Info, danach sollte man sich vielleicht, wenn man das Ganze gemacht hat, die Hände waschen. Als Tipp. So geht das irgendwie besser, glaube ich. Mit der Rechts habe ich ja nicht mehr Kraft. Du kannst doch noch mal die Seite ausprobieren hier. Ich mache jetzt erstmal die, mit der geht's besser. Das ist nicht vorgespult. Nächste Seite. Was ist denn das? Ich glaube, das geht besser. Das ist irgendwie nach der Zeit verstimmt. Ne, andere Seite war besser. Gut, ich sehe. Okay, das reicht eigentlich schon. Zeig mal, wie viel hast du in der Schüssel. Heb mal hoch. Nächster Schritt. Schritt Nummer 3. Dafür braucht ihr einen Kartoffelstampfer. Einen Löffel. Das solltet ihr wahrscheinlich haben. Einen großen. Noch eine große Schüssel. Also eine neue. Mit den beiden gefällten Kartoffeln. Und die Schüssel mit den Mohrrübenresten. Und los geht's. Stampfen! Wow. Das ist härter, als ich dachte. Ja. Schmeckt lecker. Ich versuche das zwar gerade zu essen. Doch, schmeckt echt gut. Kann man essen, wenn man will. Noch eine kleine Salatbeilage. Random Fact: Das Rezept, was wir hier gerade machen, stammt von Wenkes Wellies. Danke übrigens dafür für das tolle Rezept, das wir ja gerade machen. Also, zunächst habe ich mir hier Vogelfutter geholt. Dazu einen Löffel. Klein oder groß, ist egal. Und hier noch ein Glas mit Kolbenhirse. Zuerst
Nehmt ihr euer Glas mit Vogelfutter? Ich stelle mich mal kurz so hin. Und nehmt einfach mal 4 Löffel und streut das da hier rein. Na super. Das ist sehr toll farblich. Und der letzte Löffel. Gut, das hätten wir. Nächster Schritt. Das Ganze sieht jetzt übrigens super aus. Als nächstes kommt die Kolbenhirse. Schaut mal. Und immer schön verteilen. So, das Ganze sieht jetzt nach dem, was wir gerade getan haben, nach Schritt 4, so aus. Alles umrühren mit dem Löffel, den ihr vorhin für die Karotten genommen habt. So, das Ganze sieht jetzt nochmal so aus. Ihr könnt das Ganze noch ein bisschen durchhäufen, dass das Ganze ein bisschen verschüttelt ist. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 7. Kügelchenform. Also, ihr nehmt euch so einen kleinen Haufen. Ich stelle mich mal kurz hin. Nehmt euch so einen Haufen, das ist ein bisschen wenig. So einen Haufen und knetet das zu einer Kugel. Und einfach hinlegen. Kugel Nummer 1. Kugel Nummer 2 scheint ein bisschen größer zu werden. Das Ganze schmeckt dann für die Wellensittiche richtig gut. Und da müsst ihr richtig vorsichtig sein. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Müsst ihr ganz vorsichtig hinlegen, damit die nicht auseinanderbrechen. Denn das ist nicht so gut. Das habe ich glaube jetzt habe ich es geschafft. Könnt ihr euch das so ein bisschen an den Rand machen, dann habt ihr mehr. Hier so, könnt ihr euch einen Haufen nehmen, das dann einfach kneten. So. Oh, ich habe schon kaum Platz noch. Ich verteile das ein bisschen. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Kugel. Oder mir einige glaube ich noch. Also, das Ganze wird jetzt in eurem Backofen für eine Stunde mit 60 Grad gebacken und dann guten Hunger für die Wellensittiche, würde ich mal sagen. Okay, das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte für dieses Video. Nochmal wirklich danke an das Rezept von Wenger. Schaut unbedingt mal auf ihrem Kanal vorbei. Der ist richtig gut. Und ja, bis dann. Wir zeigen jetzt noch kurz, wie wir das Ganze kurz aufpacken. Und machen noch eine kleine Sequenz, also einen kleinen Ausschnitt, wie unsere Wellensittiche daran knabbern. Also, bis dann. Tschüss. So, ich habe jetzt das ganze Zeug in die Backform gelegt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Ofen. Los geht's. Kamera muss mit. So, ich stelle das hier kurz ab, dass es eben wieder ist. So, Licht an. Ober- und Unterwärme anschalten. Rein. Zumachen. Und hier, das ist die Nummer 50. Und hier, dieser kleine Punkt, ist die 60. Stellt er auf 60 Grad. Und jetzt das Ganze eine Stunde backen.
Dann habt ihr eure Bällchen. Ja, komm her, Ruby. Komm her. Na, komm.